Ja, habe ich selber. Jetzt stehen wir an der Stütlimühle, beide unglaublich nervös und der Grund ist Bahnhofstrasse. Man sieht hier hinten das Bild Bahnhofstrasse, ein riesiger Bildschirm, Präsentation von der Buchser Bahnhofstrasse. Du, Hanni, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen und um was geht es da? Weisst, ich wohne ja an der Bahnhofstrasse, das heisst jetzt an der Grünaustrasse, aber ich habe sehr lange an der Bahnhofstrasse gewohnt und die Veränderung hat mich einfach spannend gedacht. Und ich habe einfach gefunden, die Bahnhofstrasse ist so etwas Besonderes, dass ich dem mal nachgehen will. Wie ist sie entstanden? Wir wissen, dass das mit der Rheintalbahn gekommen ist, aber wieso hat sie sich so stark entwickelt? Was sind die ersten Liegenschaften gewesen? Was sind die heutigen Geschäfte? All das hat mich interessiert. Und dann ist es wieder zeichnen. Zuerst habe ich es mal wieder zeichnen und dann ist es wieder ein bisschen schwierig geworden, weil zeichne ich die Veränderung. Und dann habe ich gefunden, nein, ein Internetauftritt wäre da viel geeigneter. Und zwar, wenn man zum Beispiel ein Buch publiziert, dann ist es gedruckt. Und ich habe herausgefunden, wenn man da anfängt zu forschen, kommt man immer wieder auf neue Daten, man sieht neue Fakten, man sieht neue Jahrzahlen und plötzlich merkt man, oh, selbststimmt nicht, da muss ich etwas ändern. Und immer wieder hat mir Leute erzählt, du, es war so und so gewesen, und dann konnte ich es wieder ändern. Und in einem Buch kann man das nicht. Radio Gunzen, gell? Man kennt natürlich Werbung, man kennt dich auch als unglaublich dreifiger Mensch mit vielen, vielen Ideen. Jetzt wärst du eigentlich pensioniert, also eine Pensionistin richtig im Unruhezustand, nehme ich an. He? Ja, es ist jetzt halt einfach die Zeit, wo man genau das machen kann, was man schon lange wollte. Und das mache ich jetzt. Und dann, wie bist du vorgegangen? Also es war folgendermaßen, ich musste ja zuerst einmal von den Hausnummern ausgehen. Aha. Und da habe ich gemerkt, dass die natürlich nicht dienen, für wenn man zurückgeht in der Zeit. Und da habe ich herausgefunden, dass das natürlich einfach Brandversicherungsnummern sind, die aktuell... Was für Nummern? Brandversicherung. Also die Gebäudeversicherung hat ja immer Nummern verteilt, schon früher. Und die musste ich herausfinden. Aha. Und dann bin ich damals noch zum Disney gegangen und er hat mir die Pläne alle von der Bahnstrasse ausgedruckt und Gott sei Dank hat es dort Nummern drauf gehabt. Und nachher konnte ich nach denen vorgehen. Ich bin dann mit denen im Staatsarchiv aus St. Gallen runter. Und die haben mir dort sehr geholfen, haben mir aber gesagt, die Nummern sind das eine, aber wir müssen ihnen sagen, die Nummern haben zwischen ihnen gewechselt. Und dann ist es natürlich losgegangen. Dann haben sie mir zum Glück ein Buch zeigen, wo beide Nummern drauf waren. Und so habe ich mich durch die alten Gebäude, die früher an der Bahnhofstrasse waren, durchgearbeitet und durchgeforscht. Aber weißt du, also aus meiner Erinnerung aus, das zeichnet die aus. Also Schwierigkeiten haben die immer fasziniert. Ja, es ist halt auch spannend. Aber wir können uns nicht erinnern, gell? Die Zelte, die gestanden sind in der Buchser Bahnhofstrasse und wollten die Bahnhofstrasse umgestalten. Da kann mich erinnern, irgendwie bei 1980, vor fast 40 Jahren, ist dann die Lederhaken, glaub irgendwie weg. Es hat dort das Berner Haus gegeben. Gegenüber hat es das Parkhof oder wie das auch immer heisst. Dort war doch noch der Geser, weißt du, Radiogeschäft, genau, oder? Genau. Ja. Dort war ja früher das sogenannte Rohrerperkli. Und das hat den Namen gehabt, weil das Haus westlich von diesem Perkli hat Fritz Rohrer gehört. Und unten dran, am unteren Teil des Perkli, war ja dann der Geyser. Nachher folgt Dietrich, der Fischladen von Buchs. Genau, oder? Und gewisse Leute haben mir immer gesagt, sie seien dann durch den Schleichweg hinten durchgelaufen. Und sie haben manchmal nach Fisch gestunken. Das ist auch. Ja. Und ich habe immer noch gesagt, weißt, mein Grossvater hat gesagt, der Geyser sollte man erschlagen. Er hat ein Radio verkauft und wenn ein schlechter Wetterbericht kam, hat er gemeint, der Geyser sei schuld. Ja, das Radiozeug ist natürlich gerade aufgekommen. Hier, genau. Oder? Und das war sehr aktuell. Gewesen, ja. Und mal hat es auch eine Gemeinde gegeben, wo du, weißt, die Lederhaken. Das war früher zuallererst irgendwie so noch ein Handels- und Drogenshop. Aber man, Gemeindeamt hat es noch gehört. Damals, ja, am Jean Zock hat es gehört. Ja. Und ja. Jean Zock ist dann gestorben und hat dann der Sohn das mitgeführt. Und dann hat er einen Kompagnon geholt, den Michel. Dann hat's Jean, es hat dann einfach Zock und Michel geheißen. Und noch später hat es dann Kaufhaus Buchs geheißen. Und dann hat es Lederhack geheissen. Und das ist die Abkürzung von Lebensmittel und Drogen AG. Eben, gell? Das war so. Und das ist dann wiederum abgebrochen worden und dann ist ja, Bernhaus entstanden. Jetzt stehen wir an der Stütlmühle rein, ganz kurz vor der Vernissage. Aber natürlich, die den Beitrag schauen, die müssen doch jetzt auch wissen, was kann man da machen. Also man gibt ein www.bahnhofstrasse.
eine Buchse, alles zusammen, gell? Alles zusammengeschrieben, genau. Und nachher kann man ein bisschen recherchieren. Ja. Mach uns doch mal schnell etwas vor. Wie geht denn das da? Also, wir haben hier unten einen Regler. Und wir sehen die Bahnhofstrasse von oben. Genau. Und da kann ich jetzt hin und her fahren. Also eigentlich sollte es jetzt gehen. Das Bahnhof hin und her fahren. Und dann tut es oben die ganz passend die Häuser anzeigen, wo ich gerade bin. Zum Beispiel hier Gas oder hier das Haus Schweizerhof, da unten der Blickpunkt. Und da kann man doch ein bisschen weiterfahren. Zum Beispiel, ich warte jetzt mal, wenn ich jetzt da bin. Und so Orientierung, natürlich immer die heutigen Bilder, gell? Damit man auch weiss, wo man dran ist. Ja, so. Das ist die Orientierung, also das kennen wir. Oder? Ja. Und wenn ich dann das zum Beispiel auftue, wenn es dann funktioniert. Das tut schon. Ja, das ist jetzt halt so. So. Super. Jetzt kommt's. Und dann sieht man immer oben das Neue und unten das Alte. Das heisst, da ist es jetzt gerade im Abbruch. Ja. Und das ist noch das alte Haus von der Buchdruckerei Kuhn. Und da das Haus Metzger nebenzu. Das musste weg, weil da der Fopa nachher sein Haus gebaut hat. Mensch, was eine Buchdruckerei, also Kuhn, also, da kann man sich immer erinnern. Das war nicht der Wolf-Buchhandlung, ist das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Nicht. Der Kuhn, Buchdruckerei Kuhn, war der Vorgänger von der Buchdruckerei Buchs AG. Aha. Also der hat den Werdenberger zuerst gedruckt. Und das ist in diesem Haus passiert. Und auch das Haus, wo der Kuhn weg ist, das heisst, der Kuhn hat finanzielle Probleme gehabt, dann hat die Bank das Haus übernommen und dann hat die Buchdruckerei Buchs AG das ganze Geschäft und das Haus übernommen und hat dann dort weiterhin den W&O gedruckt. Und ein Teil gell, von dem, was du jetzt erzählst, bist du ein Wandelslexikon. Also ein Teil von dem steht da drin. Ja, das steht nachher drin. Wir haben dann unten dran einen Link. Und dann kann man zum Beispiel auf so einen Link gehen und das PDF auftun. Und solltet ihr das nicht hundertprozentig scharf sehen, denn ich habe jetzt einen ganz grossen Bildschirm. Da sieht man es aber wirklich gut. Also, ja, man sieht es gut. Und nachher sieht man, da, dass es so eine Tabelle kommt. Genau. Auf dieser Tabelle ist es wichtig, dass man weiss, dass man das jüngste Datum immer zuoberst hat und das älteste immer zuunterst. Also wenn ich unten an der Tabelle anfange, habe ich den ersten Besitzer von diesem Haus. Das war damals ein Emanuel Schmid. Und dann das letzte Datum war dann der Abbruch. 1979, bevor eben der Fauxpas gebaut hat. Und Gott sei Dank, woher hast du denn das alles? Und das sind jetzt alles Resultate aus den sogenannten Lagerbüchern von der Gebäudeversicherung. Dort habe ich in St. Gallen geschaut, wer hat wann das Haus gehabt. Unglaublich. Da bist du ewig dran gewesen, ja? Ja, ich bin schon ein paar Jahre dran. Mit Unterbruch zwar, aber man muss es schon genau nehmen, dass man nachher so Zahlen kann herentun und öffentlich zeigen, da muss man sicher sein. Ja. Und die Buchsenbahnerstrasse, mehr als 150 Jahre alt, man kennt sie natürlich, gell? Also vom Zoll her, also vom Rhein her natürlich, ist wahrscheinlich auch die Strasse, die vielleicht Buchs eben die Möglichkeit beschert hat, um so zu wachsen, um vielleicht auch eine Stadt zu werden. Das ist schon eine wichtige, wichtige Meile, oder? Also ich denke schon. Es ist halt vor allem so, dass durch die Besiedlung dieser Bahnhofstrasse und durch das, dass es Buchs ein Grenzbahnhof war und halt sehr vieles. Es war dann plötzlich eine Station zwischen Paris und Wien, oder? Und dann hat man da jenste Güter durchgeschleust und jenste Passagiere durchgeschleust. Und die sind oft da ausgestiegen, weil es ein Grenzbahnhof war, sind kontrolliert worden. Es hat grosse Lagerhäuser gegeben, die grossen Speditionen sind daher gekommen. Das alles hat natürlich die Wirtschaft angekurbelt. Aber es ist natürlich so, dass es auch Krisenzeiten gegeben hat. Aber so, ich würde sagen, so Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. ist da einiges los in Buchs. Und dann erst mit dem Ersten Weltkrieg ist das alles wieder ein bisschen zusammengefallen. Ja, ja. Und dann ist dann auch zwischendrin die Weltwirtschaftskrise gewesen, mit dem Börsencrash. Jetzt auch nicht so gut tun. Aber sie hat sich immer behauptet, die Bahnhofstrasse. Und sie hat sich natürlich dann auch später, nach dem Zweiten Weltkrieg, massiv schnell entwickelt. Findest du den Chef Ritz zum Beispiel unten dran? Oder das Bahnhöfer, wie es geheißen hat? Ja. Weißt du, ich frage jetzt noch, irgendwann ist doch einmal der Lenin auch noch da rumgestolpert, nicht? Anscheinend ist der mal da zu Buchs ausgestiegen. Ja, irgendwie, ja. Muss ich mal schauen, das ist Chef Ritz. Elisabeth II. Königin, die ist nämlich Zevelen ausgestiegen. Ich glaube, das hat eben dummerweise der Bahnhof Buchs nicht miterlebt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufschieben. Da ist der Chef. Moment, da ist er. Das ist das heute, oder? Genau. Und so hat er früher ausgesehen.
Und das war jetzt tatsächlich das erste Haus in der Bahnhofstrasse? Jawohl, das Bahnhöfli war das erste Haus. Der Heinrich Rohrer hat auch noch dazumal bei der Ortsgemeinde einen Hausplatz beantragt. Und er hat ihn auch bekommen, aber es hat Bedingungen gegeben. Und zwar sind die zuerst im Baurecht abgegeben worden. Es war so, dass er einen Hauszins zahlen musste, Hausplatzzins eigentlich. Ja. Und er musste das Baureglement einhalten. Aber das Baureglement hat noch nicht bestanden. Also die politische Gemeinde musste zuerst ein Baureglement machen. Und nachdem hat er dann bauen. Aber es war ja so in dieser Klausel, dass er das Haus musste kaufen, falls noch mehr Hausplätze verkauft würden. Mein Gott, das ist modern und kompliziert, gell? Auch die ganze Geschichte. Gell? Also, ja. Aber so Sachen jetzt im Detail, das steht jetzt schon nicht alles drin. Gell? Moll steht da drin, und zwar es hat eine Rubrik, die heisst Geschichte. Aha. Und dort ist der Bericht Abdruck, quasi, wo auch schon im Jahrbuch drin ist. Und dort steht, dass die Bahnhofstrasse 153 ist, und all das steht auch dort drin. Und so können wir doch jetzt ehelang noch miteinander reden. Was hat dich so am meisten fasziniert an dieser Arbeit? Ja, es hat mich einfach fasziniert, wenn immer irgendwie neue Daten vorgekommen sind oder neue Geschichten oder mir Leute Sachen erzählt haben. Du, ich weiss dann noch, dort und dort hat dann das Ab. Und alle diese Geschichten will ich ja dann auch mal noch da drauf bringen. Es hat ein paar schon drauf. Es hat dann so einen Link. Episoden und Anekdoten, und dort haben dann solche Sachen Platz. Unglaublich, gell? Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben es so gefilmt. Dann aber ganz spontan hat es uns da Auskunft gegeben in der Stüttlmühle. Das Rausch hat nichts mit dem Bach zu tun, das ist die Heizung, weil es schon ein bisschen kälter ist. Und der Schatten hinten hat eben mit der Beleuchtungsmethode Licht gibt auch Schatten. Aber ich denke mir, du bringst da doch sehr, sehr viel Licht in die Thematik Bahnhofstrasse hier. Und wenn man das ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, der Volksstorybooks, jetzt einfach nochmal die Frage schon gestellt, in einer anderen Form, der Volksstorybooks hängt unglaublich nach zusammen, gell? Irgendwie mit der Bahnhofstrasse. Ja, denke ich schon auch, ja. Jetzt würdest du dir wünschen, dass man möglichst viel das anklickt. Ja, du hast es einfach mal so gemacht. Also, unglaublich. Also, was würdest du dir jetzt vor allem wünschen? Würdest du dir wünschen, dass man da dir schreibt, dass man darauf reagiert, dass man Beiträge dir schickt, wo du die Homepage vervollständigen kannst? Oder was wäre so dein Wunsch verbunden jetzt mit dem Nutzen von dieser Homepage? Ja, das wäre natürlich ganz toll, weil ich noch lange nicht mit allen Leuten reden konnte. Die neueste Geschichte ist noch gar nicht aufgearbeitet. Also, ich habe jetzt bis mal halt ganz in die Anfänge gegangen. Und wo Leute, die Sachen wissen und vor allem auch fundiert wissen oder können auch ein Datum, ein genaues Datum haben, oder? Die können sich natürlich melden. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn man da reingeht, sieht man das auch. Also, ich bin natürlich froh um jeden Beitrag. Das ist klar. Das würde mich freuen.